Anne und ich sind jetzt in München. Hinter uns sieht man den Hauptbahnhof. Vielleicht sieht man ihn auch nur ein bisschen, weil wir hier Selfie-Style-Kamera machen, damit wir auch beide auf die Kamera passen. Wir sind, ja, stimmt, wenn Anne aus dem Bild geht, sieht man ihn. Sehr gut. Wir sind jetzt hier, um bei GamesWelt vorbeizuschauen im Livestream. Wir werden quasi dort auf der Couch sitzen und diverse Videospiele mit den Jungs spielen und die Kamera dabei ein bisschen mitlaufen lassen. Wie das Ganze aussieht, das seht ihr jetzt in unserem G-Log. Liebe zum Mitnehmen. Oh. Die mussten basteln. Nice. Aber prinzipiell nach der Haltestelle. Das ist ein Turtles Cake Pop. Cake Pop! Ich probiere das jetzt. Auch wenn es mir ein bisschen leid tut, dass ich dem Turtle jetzt seinen Kopf abesse. Oh mein Gott. Besser als Snackbar. Hat tatsächlich ein Zuschauer vorbeigebracht. Ein Zuschauer hat das vorbeigebracht. Leute, ihr wisst, was ich zu tun habe. Die Latte ist hochgesteckt. Wir möchten bei Giga auch sowas, bitte. Ja. Ja. Danke. Voll nett von euch. Guck mal hier. Hier arbeitet einer. Aber nur einer. Ich arbeite. Das ist einfach. Was ja keiner weiß, ist, es ist zwar draußen schon dunkel, aber es ist eine Sonnenfinsternis. Also wir haben eigentlich jetzt 2 Uhr Nachmittag und bei GamesWelt ist nur Felix Rick, der hier ganz alleine die Stellung hält. Den Laden schmeißt. Ja. Schau hier hinten nur Filmchen. Deswegen hat er mir extra Platz gegeben, dass immer auf meine Bildschirme schaut. Ich kenne das mit dem Bildschirm. Ich sitze nämlich auch so, damit ich den ganzen Tag im Internet surfen kann. Natürlich. Das ist mein guter Freund, der Tim. Hallo. Guten Tag. Tim ist ganz toll. Wollte ich sagen. Dankeschön. Bitteschön. Ich bin heute der Technikmann. Also wenn ihr den Stream seht und ihr was funktioniert nachher nicht, dann bin ich schuld. Oh, okay. Dann wissen wir, wen wir anschreien, gell? Ja. Das ist auch ganz cool, weil da oben sieht man schon Heroes of the Storm. Und hab ich ja Bock. MOBAs ist immer gut. Halbe Stunde noch, dann legen wir los mit dem Stream. Wir werden die Kamera bestimmt irgendwo vielleicht da mal hinstecken und mal gucken, was so passiert, was Anne und ich so im Stream machen. Und dann heute Nacht um 23 Uhr sind wir ganz müde und ganz fertig und morgen geht's dann weiter. Ja, dann filmen wir noch mal ein bisschen. Nein! Nein! Ich fahr auf dem Hinterrad, ich fahr noch. Ich bin lang. Denkt immer, man kriegt's dann noch hin ja, und ja. Leider dann klappt's nicht. Dann doch nicht. Wir haben uns gedacht, den ganzen Tag GamesWelt, das ist ja schön, aber was noch viel schöner ist, ist dieser unglaublich tolle Shop namens Item Shop. Hier gibt es nämlich ganz viel Nerdkram zu kaufen und das muss man unbedingt mitnehmen, wenn man dann schon einmal in München ist. Und wir schauen jetzt mal da drin, was es für Zeug zu kaufen gibt. Kommt ihr mit? Hier rein. Falsche Seite. Da rein. Hast du einen Tipp für die Leute da draußen, die auch Spieleredakteur werden wollen? Bloß nicht. Ja. Macht was Richtiges. Verdirbt euren Charakter nicht. Das ist es nicht wert. Ansonsten, wenn ihr trotzdem wahnsinnig seid, sehr, sehr viel schreiben. Ne? Also einfach irgendwie anfangen, irgendwie einen Blog machen, schreiben, ein Gefühl dafür bekommen, viel spielen, sich informieren. Ja, und also ich meine, das Schreiben damit
schärfst du halt irgendwie so deine Fähigkeiten und hast halt gleichzeitig aber auch Arbeitsproben. Und das ist halt etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Man braucht Arbeitsproben. Ja, also wenn ihr uns eine Bewerbung schickt, schickt da auch bitte Arbeitsproben dazu. Ich hatte ganz viele letztes Jahr, wo nichts dabei war, nur im Lebenslauf. Das Bewerbungsschreiben nicht als Single-Inserat. Ganz ehrlich, ey, ich würde gerne in die Vergangenheit reisen und dann zu meinem Vergangenheitskuro gehen und den einfach auf die Fresse hauen. Ganz furchtbar. Wir können das nachholen. Können wir gerne machen. Okay, mach. Soll ich? Ja, aber so richtig. Aber nein, wirklich? Richtig. Klatschen? Volle Kanne, volle Kanne. Du hast ja nicht mehr getroffen. Okay, ja, okay, warte. Okay. Oh. Oh, das waren zwei echt ganz schön anstrengende Tage, muss ich sagen. Ja. Viel Spaß es auch gemacht hat, aber 5 Stunden am Stück streamen. Ist auch echt mega anstrengend irgendwie, oder? Ja, mir geht's auch so. Das hat schon sehr geschlaucht. Vor allem, wir waren ja heute noch unterwegs, Mensch. Wir waren ja im Itemshop und hast du nicht gesehen, noch halb München gelatscht. Also ich bin jetzt auch schon und einen guten Burger gegessen haben wir auch. Aber ich freue mich ehrlich gesagt auch ein bisschen wieder auf Berlin und wieder auf die Redaktion und auf Niklas, Dominik, Martin und Nils. Die vermissen wir auch so ein bisschen. Natürlich. Hier von hier noch ein kleines Herzchen. Wir fahren jetzt zurück. Ich hoffe, ihr habt alle zugeguckt bei unserem kleinen Besuch bei Gameswelt bei Twitch. Und bald geht's auch bei uns los mit Twitch und ich hoffe, ihr seid dann auch am Start. Genau, einen Starttermin gibt's noch nicht, aber schaut einfach auf twitch.tv/giga vorbei und irgendwann passiert das vielleicht. So, Party People, hier sind wir wieder in Berlin zurück. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Hinterlasst uns doch gerne ein Abo, dann bekommt ihr auch immer mit, wenn wir ein neues Video haben, was euch ein bisschen zeigt, wie es hinter den Kulissen abgeht. Außerdem habe ich da noch 2 weitere Videos für euch und zwar einmal das Interview-Video, das ihr kurz schon angeschnitten gesehen habt im G-Log und darunter noch das Video zum N64, zum ersten Promo-Tape. Das haben sich Martin und Dominik angeguckt. Ist ganz interessant, vor allen Dingen für euch Retro-Fans da draußen. Viel Spaß!